Wunderschönen guten Abend. Willkommen zu Pro und Contra. Auch diese Woche widmen wir uns wieder dem Thema Sexualität und dieses Mal der Frage, wie haben denn der Feminismus und die weltumspannende MeToo-Debatte unseren Zugang zur Sexualität, zum Flirten, zu unseren romantischen Beziehungen verändert und führen Auseinandersetzungen um solche Fragen notwendigerweise zu mehr gegenseitigem Respekt oder führen sie uns unter Umständen in eine Gesellschaft, in der sämtliche sexuelle Annäherungsversuche skandalisiert werden und in der eine völlig neue Form von Puritanismus entsteht? Diese Fragen debattieren wir heute unter anderem mit dem Flirtcoach, Pickup-Artist und Autor von Der perfekte Eroberer, wie sie garantiert jede Frau verführen, Maximilian Pütz. Der Feministin und Initiatorin der Aktion Hashtag Aufschrei, Anne Wizorek. Mit dem Leiter der Tanzschule Ellmeier, dem Autor und allgemein als Benimm-Papst anerkannten Thomas Schäfer-Ellmeier. Und mit der Journalistin und Fotografin mit Schwerpunkt Feminismus und Chefreporterin des Magazins Biber, Alexandra Stanic. Lieber Herr Pütz, da sind bestimmt viele im Publikum jetzt schon gespannt. Ihr Buch heißt Der perfekte Eroberer, wie sie garantiert jede Frau verführen. Wie verführt man garantiert jede Frau? Geben Sie uns die Essenz. Okay, also natürlich ist das immer bei den Buchtiteln, das ist natürlich immer ein bisschen reißerisch, da bin ich auch nicht für verantwortlich natürlich, sondern auch der Verlag. Wenn man das Buch liest, das ist auch einer wirklich der wenigen Kritikpunkte, die viele hatten an dem Buch, dass sie gesagt haben, ja, dieser Titel, der ist so reißerisch und in dem Buch, da steht so viel Gutes drin und so viel Wichtiges für mich. Und natürlich geht es darum, wie man seine Chancen maximiert. Und das Problem, eines der größten Grundprobleme ist erstmal für viele Deutsche und wahrscheinlich auch österreichische Männer, aktiv zu werden. Mhm. Weil das war auch eines meiner Probleme, weil wir das natürlich nicht so gelernt haben. Und früher war es natürlich ganz klar, wenn man irgendwas von einer Frau wollte, dann hat man sie zum Tanz aufgefordert oder so. Da gab es diese klassischen Rollenverteilungen. Die gab es dann nicht mehr. Und dann wächst man in der Illusion auf, ja, vielleicht, wenn mich eine Frau attraktiv findet oder so, dann wird sie ja schon auf mich zugehen oder mir das irgendwie signalisieren. So habe ich auch bis 20 gelebt, ist nicht viel passiert und irgendwann habe ich gemerkt, irgendwas funktioniert da nicht ganz richtig. Aber gibt es so einen Tipp, wo Sie Ihren Seminarteilnehmern sagen, das zieht eigentlich bei den meisten Frauen? Ja, charmant sein, witzig, respektvoll und aktiv. Also wenn man eine Frau sieht, die einem gefällt, einfach auf sie zugehen. Das klingt ja jetzt nicht so schlecht, Frau Wizorek. Nee, hat aber im Kern dann wieder leider nichts mit dem zu tun, was Herr Pütz mit seiner Pick-up-Artist-Ideologie vertritt. Also es ist das ja wissen Sie besser als ich? Nö, das wissen vor allem Feministinnen besser als Sie, weil die das analysieren, was sie da tun, weil es im Kern einfach sexistisch ist und Frauen verachten, Frauen zu Objekten erklären. Waren Sie schon bei mir im Seminar? Nee, habe ich aber auch kein Interesse dran. Ja, das ist das Problem, das ist das Grundproblem im Feminismus. Sie reden über etwas, von dem Sie keine Ahnung haben. Sie waren nicht bei mir im Seminar. Da reden Sie jetzt aber über etwas, wovon Sie keine Ahnung haben. Doch, ich weiß ja, wie Sie uns betrachten und wie Sie über uns schreiben, aber was überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat, leider. Was ist denn Ihre Kernkritik an dem, was Herr Pütz macht? Es ist antifeministisch, es verfolgt ein Weltbild, wo Frauen einfach nur als Objekte existieren. Wo Männer letztendlich, ja, gerade auch junge Männer in dem Fall wirklich eine Gehirnwäsche quasi auch erfahren, also wirklich so eine geschlossene Ideologie vermittelt wird, dass Frauen einfach auf eine bestimmte Art und Weise ticken. Ich meine, der Buchtitel sagt es ja am Ende schon. Und Männer müssen nur eine bestimmte Art von Manipulation in Gang setzen und dann läuft das schon. Ich und arbeite nicht mit Manipulationen. Ja, ich führe die Männer dazu, ihr Auftreten zu verbessern, auszusprechen, ihre innere Wahrheit, wenn sie eine Frau attraktiv zu finden, nicht angstvoll zu sein, sondern auf die Frau zuzugehen. Und natürlich, ich bringe ihnen eigentlich Kommunikationsmethoden bei, die fast jede Frau wahrscheinlich selber kennt, aber viele Männer halt einfach nicht. Aber in Ihre Seminare kommen Männer, die lernen wollen oder die sich wahrscheinlich angezogen fühlen von diesem Konzept Erobern und Eroberung und... Nee, eigentlich nicht. In meine Seminar kommen eher die Männer, also die Good Guys, die super lieben Männer, von denen immer behauptet wird, die müssen ja eigentlich alle Frauen der Welt haben, weil viele Frauen behaupten ja, dass sie diese Männer haben möchten. Aber leider ist die Realität ein bisschen anders. Also ich sage immer, Arschlöcher kommen nicht zu mir, die haben kein Problem, die haben meistens genug Frauen. Mhm. Zu mir kommen die wirklichen, guten, herzlichen Männer, die sich dreimal mehr Gedanken darüber machen, eine Frau anzusprechen oder nicht, weil sie eben nicht belästigen möchten und weil sie ihr eben
nicht zu nahe treten möchten. Und das führt dann aber leider oft dazu, dass sie alleine sind. Und ich ermutige sie dann, etwas aktiver zu sein und sage, dass die meisten Frauen halt immer leider noch immer so funktionieren wie in den 50er Jahren. Wenn der Mann nicht aktiv wird, passiert nichts. Ich finde das klasse, das Geile, dass hier Männer erklären, wie Frauen ticken. Darf ich das kurz mal zu Ende bringen? Das Lustige ist, das zieht sich ja sogar bis zu Tinder. Also jeder von Ihnen, der hier schon mal Tinder ausprobiert hat, ein Klient hat gerade zu mir gesagt, selbst bei Tinder schreiben die Frauen nicht zuerst. Also matchen sich ja zwei und wenn du der Frau nicht schreibst, dann kommt da nichts. Die Schüchternen bleiben auf der Strecke, weil wir nicht emanzipiert genug sind. Ja, furchtbar ist das. Also ich habe so viel Mitleid mit weißen, privilegierten, heterosexuellen Männern. Es ist unglaublich, wirklich. Ich weiß gar nicht, das ist auch so ein Buzzword. Mit diesem Mitleid. Weiße, privilegierte, also, heterosexuelle bitte Männer. Lassen Sie mich kurz erinnern, ich habe das auch gemacht. Ja. Wenn man dem Herrn Pütz zuhört, könnte man echt meinen, ja, total harmlos. Ich meine, der Herr will ja nur, dass sich die Menschen verlieben. Das ist alles halb so schlimm. Schaut man sich aber zum Beispiel YouTube-Videos an von Ihnen, Herr Pütz, das habe ich auch zur Genüge getan. Das war auch grandios. Zwei Männer erklären, wie Frauen ticken. Finde ich super, dass man da Frauen auch mit einbezieht. Ich würde auch gerne von Ihnen wissen, haben Sie Feministinnen schon mal aktiv in Ihre Seminare eingeladen, wenn Sie davon sprechen, dass Sie hier Ihre größten Gegnerinnen sind? Weiß nicht, müsste ich mir anschauen, bestimmt. Ich lade auch Sie gerne ein, kein Fakt Problem. Fakt ist, dass Herr Pütz sich erfolgreich ist und profiliert durch die Unsicherheit von Männern. Und das ist ein sehr großes Problem. Aber natürlich sind Sie für veraltete Geschlechterrollen, weil Sie damit Geld machen. Ich meine, es ist eh klar. Ich bin überhaupt nicht für veraltete Geschlechterrollen, weil die veralteten Geschlechterrollen, die bringen den Mann dazu, ein Arbeitstier und zahlen. Frauen sind keine Beute und Männer sind keine Eroberer. Wer hat das denn behauptet? Ihr Buchtitel, Entschuldigung, und Ihre dutzenden Videos, in denen Sie genau darüber sprechen, Herr Pütz. Also Sie brauchen jetzt nichts zu tun, als wären Sie nicht total... Was stört Sie denn konkret? Wo soll ich anfangen? Alles. Es stört mich daran, dass Sie so tun, als ob... Sie haben in einem Video zum Beispiel gesagt, dass Männer zu Ihnen ins Seminar kommen, weil sie so verzweifelt sind, weil sie weinen und sie wissen nicht, wohin. Und ganz ehrlich, wenn ich kurz erklären darf, wir Frauen sind auch verzweifelt, aber aus anderen Gründen. Wir sind verzweifelt, weil jeder fünfte von uns Opfer von sexueller oder körperlicher Gewalt ist. Das ist nicht das Thema, ich weiß. Wir sind verzweifelt, weil wir bei gleichen Kompetenzen weniger Geld verdienen. Wir sind verzweifelt, weil wir alleinerziehende Mütter sind und nicht wissen, ob wir bis Ende des Monats genug Geld haben wir für unsere Kinder. Wir sind verzweifelt, weil wir gecatcalled werden. Auch nach der irrsinnig wichtigen MeToo-Debatte passiert es täglich, dass 75% von uns Opfer von sexueller Belästigung sind. Ja, aber es ist doch keine Opfer-Olympiade. Deswegen dürfen Männer keine Gefühle haben und auch Opfer sein. Nein, sie relativieren das. Männer sind nicht die Opfer, weil der Mann nicht weiß... Ach, Mann kann gar nicht Opfer sein. Natürlich kann er das sein, aber nicht, wenn es darum geht, dass er nicht weiß, wie er flirtet. Ganz ehrlich, wenn ein Mann nicht weiß... Ja, wieso Einsamkeit tut ihm nicht weh, oder? Zuerst erinnern. Ich meine, ein Mann nicht weiß, wo der Unterschied zwischen Flirten und sexueller Belästigung ist, dann soll er bitte erst einmal nicht flirten, sondern er soll daran arbeiten, was für ein Bild er von Frauen hat. Fragen wir das doch mal die Männerseite. Kennen Sie die Grenze zwischen Flirt und sexueller Belästigung? Und das ist eine Frage, die wir uns ja heute im Kern stellen wollen. Können Sie das so einfach für sich definieren? Natürlich, klar. Nämlich. Sexuelle Belästigung fängt eben nicht da an, was Feministinnen behaupten, wo ich irgendwie auf eine Frau zugehe und mein Interesse ihr bekunde und sage, ich habe dich gerade gesehen, ich finde dich super attraktiv. Vielleicht Sie nicht, ist ja schön, wenn Sie das nicht tun, aber viele. Sondern Belästigung fängt da an, wo ich die Grenzen einer Frau nicht respektiere. Und Sie hatten Puritanismus angesprochen und es geht ja bei vielen Feministen, ich weiß nicht, was Ihre Einstellung dazu ist, können Sie ja gleich sagen, so weit geht, dass Sie sagen, es ist schon ein sexueller Übergriff, wenn ich eine Frau auf der Straße anspreche. Und da sage ich mir, was soll ich eine Brieftaube schicken oder was soll ich machen? Ich hol da mal den Herrn Schäfer-Ellmeier mit ins Boot. Sie haben da jetzt zugehört als jemand, der selber Seminare gibt, wo es um Kommunikation geht und wo sie Menschen beibringen, wie man über gutes Benehmen zum Beispiel mehr Erfolg im Job hat. Ja. Und sie gelten als Benimmpapst. Wie kommt das bei Ihnen an? Können Sie so genau definieren, wo die Grenze ist zwischen einem Flirt und sexueller Belästigung? Also wenn wir mal auf die Straße zurückgehen, das war ja früher überhaupt tabu. Man durfte ja eine Frau überhaupt nicht auf der Straße ansprechen oder sie durfte sie nicht ansprechen lassen. Das, glaube ich, ist schon ganz gut, dass sich das geändert hat, weil natürlich wir ja in einer viel mehr gleichberechtigten Welt leben. Es ist auch nicht mehr so, dass, Sie haben vorhin gesagt, früher hat man mal zum Tanzen aufgefordert und so. Bei uns fordert man nach wie vor sehr viel zum Tanzen auf. Es gibt ja in Wien 450 Bälle und in meiner Tanzschule sind jeden Tag so zwischen 200 und 600 Jugendliche. Also da wird sehr viel aufgefordert und getanzt und das ist, glaube ich, auch sehr gut, weil dort nämlich in einem ganz, wie soll man sagen, einem relativ neutralen Raum
die jungen Menschen miteinander umgehen lernen, ohne dass jetzt da sexuelle Geschichten besonders im Vordergrund stehen, sondern es geht mehr darum, welcher ist der rechte und wer der linke Fuß. Und so ist das, glaube ich, immer noch eine Methode, mit der man sehr gut einander kennenlernen und miteinander umgehen kann. Ja? Ich habe ja zum Beispiel in meiner Klasse waren Mädchen, die haben uns überhaupt nie interessiert. Sondern alle, die von irgendwo anders waren, aber die in der eigenen Klasse, uninteressant. Ja? Also das heißt, wenn ich irgendwo mit einer Frau mich für eine Frau interessiere, dann kommen so Dinge, übrigens ganz ähnlich wie Sie das in einem Ihrer Videos da sagen, bei mir im Seminar vor. Nur aus völlig anderen Gründen. Bei mir geht es darum, Kontakte im Business herzustellen. Das heißt, man sollte sich trauen, auf Leute zuzugehen, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und dann erst, glaube ich, geht es darum, ist das jetzt also in meinem Fall Business oder Flirt? Ja. Und ich finde einen netten, charmanten Flirt überhaupt nichts Negatives. Das ist völlig in Ordnung. Natürlich, wir wollen ja auch uns näher kommen und Menschen kennenlernen, und ob dann daraus später etwas wird, hat ja damit eigentlich noch nichts zu tun. Aber in Ihrer Tanzschule sind es ja die Rituale, die Formalisierung sozusagen des Geschehens, die auch ein bisschen schützen. Da ist ja relativ klar, was passiert. Wir schauen uns jetzt, weil wir auch so viel darüber geredet haben, vielleicht kurz ein Video aus einem Ihrer Seminare an, das wir auf Ihrem YouTube-Channel gefunden haben. Maximilian Pütz in Action, bitteschön. Gerade beim Thema jetzt sexuelle Annäherung, beim Küssen, habe ich das ganz, ganz oft gemerkt, dass ich sehr früh eskaliert habe im Club und versucht habe, sie zu küssen. Bei der Tanzfläche schon oft, wenn ich sie mit mir tanze, bisschen tanzen, ranziehen, versuchen zu küssen. Warum mache ich das oder warum habe ich das gemacht? Weil es bei vielen klappt. Ja? So. Bei manchen klappt es halt nicht. Aber die sagen auch nicht so, was bist du für einer, hau ab oder sowas, so die Horrorvorstellung, die man hat. Sondern die drehen sich vielleicht weg, machen vielleicht so, ja, komm. Aber solange die dann mit dir weiter tanzen und sich weiter bei dir sind, kein Problem. Kannst du es dann einfach etwas später nochmal versuchen. Der Pütz-Fansektor applaudiert. Frau Witzurek, wie ist das bei Ihnen angekommen? Sie haben ja wirklich einen Fansektor heute bei uns im Publikum, muss ich da dazu sagen. Ja, das ist so seine Masche. Masche, okay. Ja, Maschen sind ja generell Ihr Geschäftsmodell. So. Letztendlich zeigt das natürlich wieder sehr gut, dieses klassische Modell von, oh, der Mann muss eigentlich nur hart genug baggern, dann kriegt er sich schon irgendwann rum. Und was mir jetzt auch schon wieder im Gespräch aufgefallen ist, und das teilen Sie sozusagen Ihren beiden Positionen, es geht wirklich hier immer in erster Linie um das, was Männer möchten, gar nicht darum, was Frauen eigentlich wollen. Und das ist natürlich das, was für Feministinnen aber auch im Fokus steht. Also wirklich, dass es darum geht, so auch eine Situation herzustellen, wo ein zwischenmenschliches Miteinander geschaffen wird, was auf Respekt und Augenhöhe beruht und wo auch klar gemacht wird, ja, was möchte denn eigentlich das Gegenüber von mir? Ich finde die Person jetzt vielleicht toll, aber kann natürlich sein, dass die Person das ganz anders sieht. Und dann muss ich auch akzeptieren, wenn dem nicht so ist. Also zum Beispiel auch der Spruch auf der Straße, ne? Also die Situationen, wenn man sich zum Beispiel auch die Sachen, die unter MeToo geschildert wurden, ja anguckt, dann hat man ja ganz oft die Situation auch geschildert gesehen, Frau wird auf der Straße angemacht, reagiert entweder nicht oder reagiert ablehnend und dann muss sie erst recht damit rechnen, beleidigt zu werden, vielleicht sogar mit Gewalt gedroht wird. Also wo auch klar ist, ja. Ich sofort unterstreichen, finde ich furchtbar. Aber Sie sagen auch Ihren Teilnehmern, keiner in meinem Seminar werden Sie niemals erfahren, niemals. Mhm. Aber Sie sagen auch Ihren Teilnehmern in dem Video, man darf sich nicht gleich abschrecken lassen, ja, wenn einer Nein sagt. Nein sagt, das ist ja zwischenmenschliche Kommunikation, funktioniert ja nicht so eindimensional, wie einige Leute uns das weismachen wollen. Mhm. Sondern auch heute gehört es dazu, das ist vielleicht noch so ein bisschen aus der alten Zeit rübergekommen, bei vielen Frauen, sage ich, nicht bei uns Männern, dass man nicht sofort, also gerade wenn es zum Beispiel um das Fragen der Telefonnummer geht, da ist es eigentlich eher sehr selten, und das berichte ich hier aus der Praxis, aus 15 Jahren Praxis, dass die Frau sofort sagt, ja klar, hier ist meine Telefonnummer, wann treffen wir uns? Sondern es findet immer eine Art Zierde statt. Also so ein bisschen so, ja, ich weiß ja nicht, gib meine Nummer nicht so gerne raus oder ich kenne dich ja gar nicht. Wo
die Frau auch gerne sehen möchte von dem Mann, dass der Mann die Interaktion so wichtig findet, dass er dann vielleicht noch mal einen draufsetzt und sagt, vielleicht noch einen lustigen Spruch macht und sagt, ja, wie sollen wir uns denn jetzt kennenlernen? Stimmt das, wenn man jetzt jede Ideologie weglässt? Stimmt das? Dass wir einfach auch gelernt haben, ich sage jetzt immer wir, weil ich auch eine Frau bin, ohne das immer so mit einer persönlichen Erfahrung zu verkuppeln, aber dass sehr viele Frauen einfach gelernt haben, du darfst es den Männern nicht so einfach machen, du musst auch ein bisschen kokettieren und zuerst sagen nein und dass daraus auch dann solche Tipps resultieren, wie wir sie dann gehört haben. Das Wichtigste in dieser Debatte ist, dass man sich ansieht, wie wachsen Mädchen auf, wie wachsen Jungs auf. Und Mädchen wachsen von klein auf damit auf, dass sie erstens bloß keine Umstände bereiten sollen, dass sie nicht zu viel Raum einnehmen sollen, dass sie sich nicht, dass sie keinen Anspruch haben auf Platz in der Gesellschaft. Wo denn, Afghanistan? Bitte lassen Sie mich kurz zu Ihnen reden. Sie brauchen bitte nicht zu tun, als ob es passiert. Jetzt nehmen Sie hier gerade Raum ein. Nein, aber ich habe auch eine Schwester. Wenn Sie eine Schwester haben, ist das was ganz anderes. Ja. Natürlich, ich nehme alles zurück. Nein, selbstverständlich gibt es auch patriarchale Strukturen in Deutschland wie in Österreich und das kann man nicht wegdenken. Ich würde gerne zu Ihnen reden, um zu meinem Beispiel zu kommen. Vielen Dank, bitte nicht unterbrechen. Und wir als Frauen wachsen damit auf, dass wir... Erstens gilt auch, eine Frau, die mit vielen Männern zum Beispiel schläft, ist schnell mal die Schlampe. Das sage jetzt nicht ich, sondern es ist, was von der Gesellschaft oft suggeriert wird. Und natürlich haben wir auch nicht das Selbstbewusstsein, dass wir sofort wir selbst sind. Also ich habe im Zuge der MeToo-Debatte, ich habe sehr viele Artikel dazu geschrieben, ich habe durch meine Arbeit sehr viel mit sehr vielen jungen Frauen zu tun. Und was sie mir alle geschrieben haben, das ist wirklich quer durch die Bank, egal welcher soziale Schicht oder welcher Bildungsgrad oder welches Alter, dass sie erst durch die mediale Auseinandersetzung verstehen, dass sie Männern nicht schuldig sind, dass sie nicht einem gewissen Ideal entsprechen müssen, dass sie nicht kokettieren müssen, weil natürlich die Gesellschaft bringt uns das bei und manche Frauen nehmen das vielleicht auch an. Das heißt aber nicht im Umkehrausschluss, dass es auf alle Frauen pauschalisierend zu sagen ist. Und ich habe kurz eine Diskussion von zwei Männern mitgehört, nicht weil ich wollte, sondern weil sie einfach zu nah an mir dran waren. Und sie haben darüber geredet, dass die Männer, die besonders dreist sind und die Männer, die besonders quasi nicht nachgeben, die sind die erfolgreichsten bei Frauen. Und das ist genau das, was sie eigentlich auch behaupten. Das ist einfach grundlegend falsch. Ist so. Nein. Tut mir leid, ist so. Ich weiß nicht, aber dann widersprechen Sie sich ja, dass das Nein einer Person eben was gelten soll und dann sollst du wieder nicht. Also das, da widersprechen wenn, Sie sich es ja gibt einen Unterschied, Frau Witzorek. Es gibt einen Unterschied, wenn ich eine Frau anspreche und sie sagt, danke, kein Interesse, ich möchte mich hier mit meiner Freundin unterhalten. Ja? Und ein Unterschied zwischen, wer bist du denn und ein bisschen überrascht sein oder zwischen, ja, ich weiß nicht, gib meine Nummer nicht so gerne raus oder... Nein, ich möchte dir meine Telefonnummer nicht geben. Danke. Also ich finde, das klingt jetzt in der Theorie super, aber als Frau, wir sind ich bin ja quasi damit aufgewachsen, dass ich über diese Diskussion, dass ich diese Diskussion führen kann. Jede Frau in Wirklichkeit. Es tut mir leid für Sie. Nein, ich brauche nicht Leitung, glauben Sie, ich brauche ihr Mitleid sicher nicht. Aber was der Punkt ist, ist, dass in der Praxis ist es leider ganz anders. Also mir passiert es im Wochentakt, dass ich erstens sexuell belästigt werde. Es beginnt von Catcalling bis hin zu Männern, die mich bis vor die Tür begleiten, bis zu Bar. Tut mir leid. Da brauchen Sie mich, glauben. Ja. Ich bin auch nicht hier, um Ihnen irgendwie was zu beweisen. Ich glaube Ihnen auch nicht alles, was Sie sagen. Bis hin zu Männern an der Bar, die mein Nein nicht als Nein akzeptieren. Und lustige Geschichte, eine Bekannte von mir, eine Journalistin, hat vor ein paar Jahren einen Artikel geschrieben, dass sie einen Mann am Westbahnhof angesprochen hat. So irgendwie 0815-Masche, kommt Ihnen wahrscheinlich bekannt vor. Und sie meinte dann, nein, ich will nicht. Und dann meinte er, na, wieso nicht? Dann meinte sie, nein, ich habe einen Freund. Dann daraufhin meinte er, ich habe auch viele Freunde. Eine Woche später spricht sie der gleiche Typ an und stellt sich heraus, dass er den dann ertappt und meinte dann, hey, du hast mich vor einer Woche angesprochen. Dann hat er halt erzählt, dass er gerade so ein Coaching macht und hat auch ihren Namen genannt. Also insofern finde ich auch erwähnenswert. Okay, ich wollte noch kurz zum Begriff Schlampe etwas sagen, weil Schlampe ist zum Beispiel ein Begriff, das unterstütze ich auch nicht. Das ist aber eher ein Begriff, den andere Frauen über andere Frauen benutzen, als dass der so oft aus Männermund. Aus Männermund höre ich den eigentlich sehr selten. Wir freuen uns ja über sexuell aktive Frauen. Aber Sie sagen schon, um da jetzt anzuknüpfen, ohne dass ich das verbinden möchte mit einer Anschuldigung, aber Sie sagen schon, den Ihren Seminarteilnehmern, bitte geht möglichst viel raus und probiert das und übt das mit möglichst vielen Frauen. Okay. Herr Schäfer-Elmayr, gibt es denn einen Punkt, wenn Frauen sich zurückhaltend geben, an dem man als Mann sicher weiß, hier muss ich meine Bemühungen beenden und mich zurückziehen? Ja, ganz klar. Und das ist ja auch, glaube ich, wo ich Sie wirklich nicht verstehe. Wir wachsen hier in Wien auf, oder? Und zum Beispiel, also wenn Sie nur mein Buch lesen, da geht alles darum, Respekt, Anstand, Achtung, Wertschätzung, das sind die Dinge, die wir doch hier lernen. Und zwar genau gegenüber Frauen. Ja, und unsere Kultur ist ja sogar so, dass die Frau, Gott sei Dank heutzutage, in der Gesellschaft im Rang höher steht als der Mann.
Ja, das ist tatsächlich so. Woran machen Sie das fest, Herr Schäfer-Elmeyer? Woran machen Sie das gerade daran fest, dass irgendwie so viele neue rechte Parteien erstarken, gerade mit Ihrem Antifeminismus? Was hat das mit rechten Parteien zu tun? Das sind Frauen wie Männer bei den rechten Parteien. Gerade Frauenrechte sind die ersten, die dann beschnitten werden, sobald solche Menschen an die Macht kommen. Wer spricht denn da in den Rechten? Frau Petri und so weiter, sind doch lauter Frauen, oder? Ja, die werden dafür natürlich auch genauso gerne nach vorne geschoben. Aber Frauen, die werden an ihre eigenen Rechte, oder was? Das ist leider Teil des Problems. Aber woran, entschuldigen Sie, das haben wir jetzt noch nicht gehört, woran machen Sie das fest, dass Frauen in der Gesellschaft einen höheren Rang einnehmen gerade? Also da gibt es sehr viele Signale dafür und das sind interessante Sachen, über die ich sowieso gerne reden wollte, nämlich zum Beispiel, dass man der Dame den Vortritt lässt, dass man ihr einen Sessel anbietet, dass man ihr den Mantel hilft, dass man die Türen aufmacht. Wir haben keine Machtposition, aber uns wird in den Mantel geholfen. Ja, wissen Sie eigentlich, wo das herkommt? Nein. Und zwar, wem hat man denn früher in den Mantel geholfen, die Türen aufgemacht? Herrschern. Und Frauen zum Beispiel können bei der Begrüßung sitzen bleiben. Warum? Mir ist es ehrlich gesagt herzlich wurscht, ob mir jemand ausreden? In den Mantel hilft. Weil ich möchte einfach eine Welt, wo Frauen keine Gewalt mehr erfahren müssen aufgrund ihres Geschlechts. Das hat ja mit Gewalt jeder von uns zu tun. Wer will Gewalt? Kein Mensch. Ja, es geht darum, dass das einfach Zeichen von Respekt sind und sonst gar nichts. Und dass wir nicht natürlich eine Frau zwingen, dass sie sich jetzt in den Mantel helfen lässt, aber das einfach als nettes Zeichen und von Lebensqualität nämlich auch ist, weil das aber einfach nett zueinander zu sein ist doch jetzt erstmal geschlechtsunabhängig. Warum müssen da jetzt Frauen irgendwie nochmal anders behandelt aber werden? Aber darf ich trotzdem Männer, konkret bei Ihnen nachfragen, was genau ist denn schlecht daran, so wie der Herr Schäfer-Elmeyer gerade sagt, ja, wenn einer Dame oder einer Frau die Tür aufgehalten wird, in den Mantel geholfen wird? Warum finden Sie das nicht mehr zeitgemäß? Oder stört, fangen wir mal so an, mich stört Sie das? Mich stört es überhaupt nicht. Wie gesagt, ich finde es nett, wenn Menschen rücksichtsvoll miteinander umgehen. Das hat für mich aber nichts mit dem Geschlecht zu tun. Also ich erwarte das auch nicht von Männern. Und vor allem finde ich es wiederum schwierig, wenn Frauen auf diese Art und Weise behandelt werden und dann aber Männer was dafür von den Frauen erwarten. Das ist eine Unterstellung. Ja? Also ja. Dass Männer deshalb was von den Frauen erwarten, weil sie ihnen die Tür aufhalten. Das ist ja, die aber gibt sollten es halt leider. Also vielleicht wäre es mal an der Zeit, dass sie auch Frauen glauben, wenn sie Dinge sagen. Es ist vor allen Dingen etwas, wo glaube ich, dieser ganze Feminismus einen schweren Fehler macht. Wir haben eine jahrtausendelange Entwicklung, in der die Frau endlich zu dieser Gleichstellung und sogar zu der Höherstellung gekommen ist. Ja, geschichtlich kann diese man dazu Höherstellung ist wirklich auf die Ritterlichkeit und so weiter. Wie das alles los? Könnte ich Ihnen alles historisch erklären, wie das entstanden ist? Und das gibt es in keiner anderen Kultur. Und immer wenn wir das einfach so wegwischen und vernachlässigen, dann kommt es eben dazu, dass unsere Kultur verloren geht. Und das sind Dinge, Traditionen, die ganz wichtig sind im Umgang miteinander. Also wir haben in der österreichischen sowohl als in der deutschen Gesellschaft nicht ansatzweise einen Machtausgleich von 50-50, wenn wir jetzt wirklich mal gucken, Männer und Frauen sind gleich. Geschweige denn, dass Frauen irgendwie höher gestellt wären. Also das ist völlig absurd, was Sie hier behaupten. Ich weiß überhaupt nicht, wie Sie darauf kommen. Ich versuche hier mal zu vermitteln. Also der Vorwurf, den ich hier heraushöre, ist, Herr Schäfer-Elmeyer, dass zwar Frauen sehr galant und charmant behandelt werden, dass sie aber im Beruf benachteiligt werden, dass es weit weniger Frauen in Führungspositionen gibt, dass das sie oft für die gleiche Arbeit weniger Geld verdienen. Das ist schon, das kann man statistisch auch festhalten, dass es eine Gehaltsschere zwischen Männern und Frauen gibt, auch richtig, wenn man herausdividiert, dass man Teilzeit arbeitet als Frau. Das Statistische Bundesamt hat herausgefunden, gerade das bereinigte Gender Pay Gap liegt bei 6%. In Österreich sind es 13 und das ist ja auch nicht nichts. Jetzt angucken, also kann ich nichts dazu sagen, aber das hat auch was mit der persönlichen Entscheidung. Aber das ist der Unterschied. Was habe ich davon, wenn mir der Mantel geholfen wird, aber da habe ich keine Chancen. Das heißt, ich habe unterschieden zwischen Gesellschaft und Beruf. Da haben Sie natürlich völlig recht. Im Beruf und auch in der Politik, obwohl natürlich nicht in Deutschland momentan, ist die Frau meistens nicht an der Spitze. Ja, das ist ganz klar. Ist einfach so, ist eine Tatsache. Woran das liegt, kann ich zum Beispiel einmal beantworten. Ja, gibt es verschiedene Gründe nicht dafür natürlich. Ja. Also ich wollte Sie kurz ausreden lassen und ich habe mir jetzt ein paar Sachen aufgeschrieben, weil zwischendurch sehr viele Menschen geredet haben. Also weil Sie sagen, in Ihrem Buch behandeln Sie das. Ich finde das ja ganz nett, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es
der Großteil von Wien ihr Buch gelesen hat und deswegen weiß, wie man respektvoll mit Frauen umgeht. Ganz abgesehen davon, Herr Eimer, bei allem Respekt, ich nehme es gerne in Kauf, dass mir niemand in den Mantel hilft, dass mir niemand die Tür auffällt, wenn ich dafür gleichberechtigt bin. Und wir sind sowohl gesellschaftlich als auch beruflich, das kann man nicht getrennt sehen, das funktioniert nicht, weit davon entfernt. Und ich finde das auch sehr wichtig, dass man höflich ist und respektvoll, aber da geht es nicht um eine geschlechterspezifische Höflichkeit, da geht es darum, dass wir einander helfen, dass wir solidarisch sind. Und wir als Gesellschaft brauchen niemanden, der weiß, diese Gabel verwende ich dafür, davon gibt es genug, vor allem in den privilegierten 1%. Es geht ja darum, dass wir Zivilcourage zum Beispiel auch zeigen, dass wir uns solidarisch gegenüber marginalisierten Gruppen zeigen, also zum Beispiel Frauen, geflohenen Menschen oder Migranten, Migrantinnen, darum geht es. Und ich brauche niemanden, der mir mein Essen zahlt, ich zahle es gern selber. Und weil Sie, nur dass ich fertig werde, Herr Pütz, in einem Video mal in einem, ich weiß nicht, das war ein Interview, mal gesagt haben, ja, 80% der Frauen, auch eine sehr komische Zahl, heiraten die Karriereleiter hoch. Und ich spreche hier sicher nicht nur für mich. Ich will keinen Chef heiraten, ich will meine eigene Chefin sein. Und das ist der Punkt. Das ist doch schön für Sie. Ist und gut. Das heißt ja nicht, dann sind Sie welche von den 20%. Freue ich mich. Nein, schauen Sie. Progressiv. 20% der Frauen in Österreich verdienen weniger bei gleichen Kompetenzen. Das ist, bei gleichen Kompetenzen. 38% der Frauen verdienen weniger. Weil sie oft weniger Stunden arbeiten. Das ist 38% verdienen weniger, weil sie Teilzeit arbeiten. Warum arbeiten sie Teilzeit? Weil sie sich noch immer um die Kinder kümmern müssen und weil sie sich um pflegebedürftige Menschen kümmern müssen und weil der Haushalt noch immer... Wer zwingt sie denn dazu? Die Gesellschaft, das Patriarchat. Die Gesellschaft zwingt die Frauen dazu, sich um ihre Kinder und pflegebedürftige Menschen. Sie haben doch die größte Angst, dass die Kinder, dass wir auch sterben. Das mag ich so nicht an dem Feminismus. Sie sprechen den Frauen das Recht ab, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Nein, das tue ich nicht. Können Sie sich vorstellen, dass vielleicht diese Frauen das... dass sie das vielleicht aus Liebe oder aus Freude vielleicht einfach machen und sagen, hey, ich möchte mich gerne lieber um mein Kind kümmern, um jetzt an meiner Karriere arbeiten. Sind sie aus Liebe nachher in der Altersarmut und wissen weder aus noch ein... Ja, das ist ein Problem, da können wir gerne drüber reden, Frau Wiezurek, weil da bin ich genau auf ihrer Seite. Ja, aber da sehen wir eben das Ergebnis in diesem strukturellen Problem. Nein, das hat aber nicht mit dem Patriarchat zu tun, das hat was damit zu tun, dass wir in unserer Gesellschaft sondern um strukturelle Probleme namens Sexismus. Und die führen dazu, dass dann eben Frauen öfter in Teilzeit arbeiten, öfter von Gewalt betroffen sind, sowieso so auch dann öfter in Altersarmut enden, öfter alleinerziehende Eltern sein müssen, also und entsprechende Unterstützung dort fehlt. Also das ist völlig absurd, ja, hier irgendwas zu behaupten, dass es irgendwas mit natürlich hat. Wissen Sie, Herr Eimer, Sie sind nicht betroffen und deswegen verstehen Sie es nicht. Deswegen ist es wichtig, dass Betroffenen der Raum geboten wird, das Sie erklären. Sie nein, glauben lassen, na, schauen Sie, jetzt sind Sie unhöflich. Entschuldigung, lassen Sie mich kurz reden, dann können Sie gerne weiterreden. Ja, das ist, ich versuche wirklich. Nein, das sind keine Vorteile. Es sind Statistiken, es sind Studien, es gibt Feministen. Literatur, man muss sich nur informieren. Lassen wir bitte betroffene Menschen sprechen. Geben wir ihnen die Plattform, die sie brauchen, ohne ihr Verhalten zu beurteilen. Und jetzt unterbreche ich. Eine kurze Replik noch, Herr Elmer, bevor wir in die Pause gehen. Wissen Sie eigentlich, wo ich Seminare und Vorträge halte? Das werden Sie seit Jahren im Gefängnis. Mhm. Überall, in allen möglichen unterprivilegierten Bereichen. Also ich bin nicht nur unter den Reichen und Schönen und Diplomaten und Politikern unterwegs, wie Sie wahrscheinlich annehmen, sondern überall. Mhm. Und zwar, weil wir ja schon, mein Großvater, eine extrem karitative Einstellung haben. Das ist das Wichtigste bei gutem Benehmen. Nur glaube ich nicht, dass Sie, wenn Sie jetzt anfangen zu sagen, also ich will hinter mir, also wenn Sie mir den Vortritt lassen oder lieber hinter einem Herrn in einen Raum gehen und der ihnen nicht die Tür auffällt, sondern ins Gesicht fallen lässt oder irgend sowas. Deshalb sich irgendetwas ändert in der beruflichen Karriere. Da an dieser Stelle unterbreche ich jetzt, wir machen eine kurze Pause. Wir widmen uns gleich wieder dem Thema, wie sich Feminismus und die MeToo-Debatte auf Romantik, Liebe, Sex und Flirt auswirken, nach einer kurzen Pause. Sex und Flirt. Zurück bei Pro und Contra. Wir widmen uns heute der Frage, wie Feminismus und die MeToo-Debatte unseren Zugang verändert haben zu romantischen Beziehungen, zum Flirten, zu unserer Sexualität. In Teil 1 ist schon sehr, sehr heftig diskutiert worden zwischen der Seite, auf der zufällig, das ist wirklich ein Zufall, nur Damen sitzen und der Seite, auf der die Herren sitzen.
Unter anderem haben wir versucht, die Frage zu erörtern, wo denn die Grenze ist zwischen einem Flirt und tatsächlich Belästigung und ob sich an den althergebrachten Geschlechterrollen etwas ändern muss. Der französische Filmstar Catherine Deneuve war ja nicht so happy mit der MeToo-Debatte und konnte sich nicht mit allen Aspekten identifizieren und hat zum Beispiel gesagt in einem offenen Brief, die Freiheit, jemandem lästig zu werden, ist unerlässlich für die sexuelle Freiheit. Sprich, wenn ich mich immer von vornherein schon fürchte, dass ich jemanden oder in dem Fall halt einer Frau unangenehm werden könnte, dann passiert keine Annäherung, da passiert gar nichts. Was sagen Sie da dazu? Das finde ich ein sehr entlarvendes und auch ein bisschen absurdes Weltbild, ehrlich gesagt. Also, dass im Grunde wir das in Kauf nehmen müssen für eine sexuelle Freiheit. Aber da muss man ja fragen, wessen sexuelle Freiheit ist das? Dann geht am Ende nämlich, geht es da wieder nur um die von Männern. Und die MeToo-Debatte bietet eigentlich ein richtig gutes, ein großes Potenzial, dass wir auch wirklich mal an den Punkt kommen, die sexuelle Revolution auch fortzusetzen. Also ich sage immer, die sexuelle Revolution, die ist ein abgewürgter Orgasmus. Da geht einfach noch viel mehr. Und da geht es eben jetzt an den Punkt, darüber zu sprechen. Was macht das eigentlich mit Männern, wenn sie immer noch so geprägt sind von diesem Männlichkeitsbild, dass sich in erster Linie darüber definiert, Frauen herabzuwürdigen, Frauen eher als Objekte zu betrachten, Anspruch auf ihre Aufmerksamkeit immer haben zu wollen, anstatt dann eben mal zu sehen, nee, unter MeToo, unter diesem Hashtag, in dieser Debatte wird ganz klar, dass Frauen äußern, was sie möchten und was nicht. Mhm. Und dass wir das mal in den Fokus rücken und eben natürlich auch über Geschlechterrollen sprechen, wie Frauen zum Beispiel Sexismus verinnerlichen. Da ist jetzt Catherine Deneuve leider auch ein Beispiel, finde ich, für. Ja, nun ist es ja so, dass das MeToo, diese ganze Debatte, sehr viel Kritik ausgesetzt war. Einer der größten Kritikpunkte war, dass hier alles in einen Topf geworfen wurde, also wirklich von schwerer sexueller Nötigung bis hin zu blöden Kommentaren. Aber was sie halt auch gezeigt hat, ist, dass es anscheinend kaum eine Frau gibt, die keine Erfahrung hat, damit sich sexuell belästigt zu fühlen. Was nehmen Sie mit aus dieser MeToo-Debatte? Also das finde ich auch sehr, sehr gefährlich zu sagen, dass es kaum eine Frau gibt, die keine Erfahrung mit sexueller Belästigung hat. Also das jagt ja auch wieder Frauen Angst ein, die vielleicht keine Erfahrung damit haben. Und deswegen, natürlich soll jedes Opfer gehört werden. Und das wurde es auch schon vor der MeToo-Debatte. Wenn jemand angeklagt hat und es gab eine Vergewaltigung, dann wurde dem natürlich auch nachgegangen. Aber was in der MeToo-Debatte passiert ist... Moment, da reden Sie jetzt aber wirklich von einer Sache, die Sie offensichtlich nicht weiter kennen. Also Vergewaltigung gerade in Deutschland ist ein Verbrechen, das am wenigsten verfolgt wird. Die Verurteilungsquote selbst nach der Sexualstrafrechtsreform. Naja, die Verurteilungsquote hat ja nichts mit der Verfolgung zu tun. Doch, weil die meisten Fälle noch nicht mal zur Anklage kommen. Wenn es vor Gericht kommt, dann wird es ja verhandelt. Und das ist ja doch das Wichtige. Deswegen haben wir ja ein Rechtssystem. Ich weiß, ja, auch das wollen die Feministen gerne aushebeln. Weil das ist unter 1%. Die meisten Fälle kommen noch nicht mal zu einem Gerichtsprozess, geschweige denn, dass die meisten Betroffenen überhaupt trauen, sich an irgendwie Hilfe zu suchen. Die meisten schweigen immer noch. Die Dunkelziffer ist noch weitaus höher. Und wenn also eben waren ja Sie noch super, so ein großer Fan von Statistiken, genau, dann sollen aber Sie jetzt ermutigt behaupten werden, dann sollen Sie auch Frau ermutigt werden, finde ich super. Jede Frau sollte ermutigt werden, natürlich, wenn sie sexuell belästigt oder vergewaltigt wurde, bin ich vollkommen dafür, natürlich das offen auszusprechen und das auch zur Anklage zu bringen. Und natürlich muss der Täter auch beklagt werden. Aber was Sie ja gerade gesagt haben, und genau das ist das Problem an der ganzen MeToo-Debatte, dass wirklich alles in einen Topf geworfen wurde und dass Männer zerstört worden, nur aufgrund einer Anklage. Dass es eben nicht mehr war, im Zweifel für den Angeklagten, sondern eine Frau hat eine Anschuldigung ausgesprochen. Vor 10 Jahren hatten wir mal so und so ans Knie gefasst. Ganz klar gezeigt, es reicht eben nicht, dass nur eine Frau kommt. Die Karriere, sich den Fall, weiß nicht, Bill Cosby, das sind mittlerweile über 80 Beispiele, sind doch alle, wurden sofort abrasiert, wurden rausgeschmissen aus ihrem Unternehmen. Aber Kevin Spacey zum Beispiel selber zugegeben, jemanden sexuell genötigt zu haben. Ein 14-jährigen Jungen. Ist wieder eine andere Sache. Er hat es ihm nicht zugegeben. Er hat gesagt, wenn das vorgekommen sein sollte, entschuldigt er sich sehr dafür, er kann sich aber nicht daran erinnern. So, das hat er gesagt. Er hat es nicht zugegeben und ob er jetzt 14 oder 16, 18 war, das weiß man auch nicht, ist natürlich keine feine Sache. Aber auch hier hat sich jemand, homosexueller Mann, einem jüngeren homosexuellen Mann genähert. Vielleicht ist es unglücklich, vielleicht hat er sich belästigt gefühlt und natürlich kann man auch nicht jedem immer sein Alter irgendwie an der Stirn ansehen. Okay, dröseln wir die zwei Punkte auf. Wir haben bei uns im Publikum heute jemanden, der uns Auskunft geben kann über Opfer sexueller, strafrechtlich relevanter sexueller Gewalt, wie mit denen umgegangen wird und welche Chancen sie in unserem Rechtssystem haben. Nämlich Jolanda Spies-Häglin. Sie ist Geschäftsführerin von Netz Courage. Liebe Frau Spies-Häglin, Sie haben das jetzt mitverfolgt, diese Diskussion. Und dass es ja auch richtig ist, wenn Vergewaltigungsopfer sich melden und die hätten ja eh den Gesetzgeber, der sie beschützt. Was sagen Sie dazu? Ja, das ist etwas eine schwierige Aussage. Ich
Das ist ganz klar, dass die wenigsten Vergewaltigungen, die kommen überhaupt in das gerichtliche Verfahren rein. Also die Dunkelziffer ist wahrlich riesengroß. Und das Hauptproblem ist einfach, dass das vier Augendelikte sind. Wenn Untersuchungen gegen die Täter eingestellt werden, hat man ein Problem. Nämlich indem man vielleicht Namen genannt hat. Ich habe das... Ich selbst habe eine solche Sache hinter mir. Ich kann hier nicht näher darauf eingehen. Aber ich habe Namen genannt, zwei Namen. Und ich hatte nachher ein Verfahren wegen falscher Anschuldigung am Hals. Das wurde jetzt eingestellt nach 3 Jahren. Nach 3 wirklich schlimmen Jahren, nach Stigmatisierung. Also öffentlich wurde ich als Falschbeschuldigerin behandelt. Es war eine psychische Belastung, es war eine enorme finanzielle Belastung. Schlussendlich blieb natürlich nichts an mir hangen. Die Staatsanwaltschaft hat das so festgehalten. Aber das ist ein Riesenproblem, das wir haben, juristisch. Die Gefahr, die Namen dann auch zu nennen, also die Stimmen, die kamen ja, als die MeToo-Debatte so richtig da war, nennt Namen, sonst bringt das jetzt nichts. Ich habe Namen genannt und ich hatte ein Riesenproblem daran. Mhm. Ja. Mhm. Vielen Dank, dass Sie uns diese Geschichte weitererzählt haben. Nun, da stehen wir halt, wie Sie vollkommen richtig sagen, vor dem großen Problem, dass es vier Augendelikte sind und dass es dann aber, und das ist dann, glaube ich, auch schon das Problem von Diskussionen wie der MeToo-Debatte, dass es dann der Öffentlichkeit überlassen bleibt, wem man glaubt und wem man Glauben schenkt und die Solidarisierungsversuche kommen dann von beiden Seiten. Wie würden Sie das sehen? Naja, man glaubt halt lieber dem Lieblingsschauspieler anstatt der unbekannten Frau. Das ist es. Naja, es hat die MeToo-Debatte ja jetzt bewiesen, dass es eben nicht so ist. Also sie wurden ja alle rausgeschmissen, waren alle sozial zerstört. Also wir hatten keine Konsequenzen wirklich, da. Man sieht, sie haben sich null mit Betroffenen unterhalten, sie haben keine intensive Auseinandersetzung. Meine Ex-Freundin wurde sexuell missbraucht. Wo wollen Sie das denn wissen? Nein, schauen Sie. Machen immer Anmahnungen. Es geht aber in beide, das haben Sie aber jetzt schon auch aus dieser Geschichte herausgehört, dass es ja wohl in beide Richtungen geht. Natürlich, aber das ist unser Rechtssystem. Es tut mir sehr leid für Sie. Unser Rechtssystem ist natürlich nicht perfekt. Es kommen auch teilweise Leute für einen Mord, den sie nicht begangen haben, ins Gefängnis. Oder es werden auch teilweise Mörder freigesprochen. Das ist natürlich dann immer tragisch. Aber was wollen wir denn bitte ändern? Wollen wir es wirklich haben, dass eine Frau sagt, der hat mich vergewaltigt? Also ab in den Knast. Wollen wir das wirklich? Wollen wir auf der anderen Seite so eine Plattform wie den Hashtag MeToo dann nicht haben aus diesen Gründen? Sie sind ja sozusagen im Deutschen. Den Hashtag braucht es ja in erster Linie, weil das System, so wie es jetzt ist, nicht funktioniert. Genau. Das ist doch das Problem. Ja, aber was haben funktionieren Sie für einen Vorschlag für das System? Bitte? Was ist Ihr Vorschlag für einen konstruktiven Vorschlag? Wie sollten wir es ändern? Naja, also ich bin erstmal dafür, dass man schon natürlich schaut, wo kann man Rechtslücken schließen. Da gab es jetzt zum Beispiel eine Sexualstrafrechtsreform in Deutschland 2016. Jetzt hat man das so langsam evaluiert und stellt fest, dadurch, dass die gesellschaftlichen Strukturen immer noch so sind, wie sie sind, ist immer noch in erster Linie die Frau im Mittelpunkt und muss beweisen und wird irgendwie ausgequetscht bis zum geht nicht mehr, wird retraumatisiert bis zum geht nicht mehr. Also dieser ganze Prozess, wie er an sich läuft, ist einfach auch schon ein Problem. Davon das ist abgesehen, aber bei Mördern ist das genauso oder bei Opfern? Nein, können Sie bitte mal aufhören, mir ins Wort zu fallen. Und dann ist natürlich das Problem, dass auch die Leute, die im Justizsystem selber diese Fälle behandeln, sei es jetzt irgendwie die Polizei vorher schon oder die Leute am Gericht, auch die verinnerlichen ja diese ganzen Mythen, die es rund um sexualisierte Gewalt gibt. Also dass es in der ersten Linie zum Beispiel eher die fremden Überfälle zum Beispiel sind, während klar ist, 80% der Übergriffe passieren eben in einem persönlichen Umfeld. Ja. Also das ist ja eine Realität und auch daran sehen wir ja wieder sehr gut diese Machtverhältnisse, die da eine Rolle spielen. Da können dann Abhängigkeitsverhältnisse noch dazukommen und ein großes Stigma überhaupt vielleicht dann zu sagen, das ist eine Person, mit der ich vielleicht sogar verwandt bin, da ist das passiert. Das dann überhaupt sagen zu können, das ist ein Riesenproblem. Nun, ich hole es jetzt wieder heraus aus der strafrechtlichen Ebene, denn tatsächlich gibt es da immer wieder Reformbemühungen, Reformprozesse, die dann sehr umstritten sind, wie Gesetzgeber sich bemühen, es einerseits den Frauen leichter zu machen, andererseits bleibt die Beweislast immer bei der Frau. Im Zivilrecht in Österreich ist es so, dass im Gleichbehandlungsgesetz steht, dass zum Beispiel Belästigung am Arbeitsplatz verhandelt, dass Belästigung dann beginnt, wenn es das Opfer, also das Gegenüber, meistens Frauen, so empfindet.
Also in dem Fall, wo sie es so empfindet oder er es so empfindet, beginnt Belästigung, auch wenn es zum Beispiel um ein anzügliches Poster am Arbeitsplatz geht, bis hin zum, das ist dann schon eindeutiger, bis zum unerwünschten angefasst oder im Nacken massiert werden. Was halten Sie von dieser Definition? Das finde ich fatal, das finde ich sehr, sehr schwierig, weil wir Menschen natürlich auch unterschiedlich sind und was die eine Frau als Belästigung empfindet, empfindet die andere als charmanten Witz. Ja? Und das, da kann man nicht einem einseitig praktisch das Recht geben. Da kann ich ja sitzen am Arbeitsplatz und auf einmal sagen, sie gehen da vorbei in einem Minirock und zwinkern mir zu und sagen, oh, die hat mich sexuell belästigt. Und dann? So ein ähnliches Argument haben wir an dieser Stelle schon mal gehört, aus dem Munde einer Frau. Ich schlage vor, wir schauen uns das kurz an. Eine Aussage von Schauspielerin Nina Poll. Ich glaube, dass das Problem grundsätzlich da zwischen Mann und Frau ist, dass ein Mann mit Sexualität einfach was vollkommen anderes verbindet als eine Frau. Und das ist aber nicht ich erfunden, sondern das hat ja schon der Freud gesagt. Also ich sage jetzt mal, für einen Mann wäre es umgekehrt keine Belästigung, wenn ich ihn im Bademantel zum Oralsex zwinge. Das ist bestenfalls eine lustige Episode in seinem Leben. Naja, dass ich kein großer Fan von ihr bin, das muss ich jetzt, glaube ich, nicht extra betonen. Also, es kommt immer auf das Machtverhältnis an. Es kommt auf das, erstens kommt das Machtverhältnis an, natürlich. Und es ist auch eine wichtige Frage, ist es im beruflichen Kontext oder nicht? Ja. Also ich habe da erst vor ein paar Monaten eine große Geschichte gemacht. An der Grazer Oper hat ein Regisseur 4 Frauen sexuell belästigt. Das war ein sexualisierter Machtmissbrauch. Nicht von mir so gesagt, weil ich habe auch eine Expertin zur Rate gezogen und auch die Gleichbehandlungsanwaltschaft etc. Das Problem ist hier, dass diese Schauspielerin natürlich ganz, ganz veralteten, krankmachenden und gefährlichen Stereotypen in die Hände spielt. Und nicht nur, was Frauen angeht. Natürlich ist es auch schädlich für Männer. Wenn Männer immer das Gefühl haben, dass sie die Eroberer sein müssen, ist das auf Dauer nicht gesund. Toxische Männlichkeit ist nichts, was ich jetzt irgendwie gerade so erfinde. Und es ist absurd, es ist völlig absurd, dass unsere Körper, also Frauenkörper, so sexualisiert werden. Man möge sich Medien, teilweise gewisse Plakate von Politikern ansehen, Werbung, wir werden so sexualisiert und unsere weibliche Sexualität ist im gleichen Atemzug so tabuisiert. Wie das funktionieren kann, das weiß ich. Und da müssen wir ansetzen. Nicht, dass mir der Mann die Tür aufhält, sondern wir brauchen sexualpädagogischen Unterricht. Wir müssen verstärkt uns damit beschäftigen, welche Werte haben Jungs und Mädchen. Und das sind keine Werte, die sie Pickup-Artists verbreiten. Das ist es einfach nicht. Sollten. So. Was Nina Poll jetzt ja indirekt sagt, ist, Männer haben halt einen stärkeren Zug zum Sex. Die verstehen nicht, was Belästigung ist, weil sie das anders wahrnehmen. Ist das ein valides Argument aus Ihrer Sicht oder stimmt, was Frau Stanisch sagt aus ihrer Perspektive, dass es eben genau das Fatale ist, diese Zuweisungen zu machen? Diese Typisierung, Katalogisierung, ja. Es kann ich schwer beurteilen, weil ich kein Wissenschaftler bin auf dem Gebiet, auf dem Sexualgebiet, aber ich glaube schon, dass, wenn Sie jetzt sagen, das ist vielleicht geprägt von unserer Vergangenheit und Erziehung und allem Möglichen, dass wir Männer sozusagen die Eroberer, die Jäger und so weiter sind und die Frauen eher die eben Bewahrenden. Und das kann sein, dass das so noch in uns allen drinnen steckt. Will ich überhaupt nicht abstreiten. Muss aber man das ändern und sexualpädagogisch umerziehen, wie wir es gerade... Jetzt mal sexualpädagogisch, wie gesagt, bin ich kein Experte, aber Sie gerade von das ist ja genau die Empfehlung. Was ist denn Ihr konstruktiver Beitrag? Sie wollten doch von der Kollegin auch gerade einen juristischen Vorschlag... Ich will gerade was sagen. Ja, bitte, aber dann brauchen Sie nicht ständig sagen, dass Sie kein Sexualpädagoge sind. Wir sind auch keine Juristinnen und setzen uns damit auseinander. Also, ja, darf ich vielleicht weiterreden? Ja, ich habe nur diese Kultur angenommen, diese Diskussionskultur. Ja, wir haben ja sehr, sehr viel mit Jugend zu tun. Und versuchen eben genau das, was Sie ja scheinbar ablehnen, diesen jungen Leuten diese Achtung, diesen Respekt, diese Wertschätzung, dieses gute Benehmen beizubringen. Wir reden von Respekt, vollem Umgang und auf Augenhöhe miteinander umzugehen. Ganz genau. Warum lehnen wir das jetzt ab? Das verstehe ich nicht. Wieso lehne ich was ab? Ich lehne gar nichts ab. Das haben Sie doch gerade gesagt. Sie haben gerade gesagt, dass wir das offensichtlich ablehnen. Das verstehe ich nicht. Weil Sie vorhin zu mir gesagt haben, dass Sie diese Wertschätzung, diese Respektzeichen des Respekts, die ich da angeführt habe, die ja bei uns zum Beispiel bis zum Handkuss gehen, das ist ein besonderes Zeichen des Respekts, das Sie scheinbar auch nicht mögen. Aber das ist eben, das Bakterien. Ist kultivierte Lebensart. Nur leider Gottes verstehen Sie nichts davon, das ist das Drama. Oh, okay. Wäre es eine Möglichkeit zum Beispiel in Ihrer... Wow, okay. Wäre es eine Möglichkeit, in Ihrer Tanzschule auch den Mädchen zu sagen, wenn ihr gerne tanzen möchtet, könnt ihr auch die Buben auffordern? Das tun wir dauernd.
Natürlich, wir haben einmal Damenwahl, einmal Herrenwahl, wobei man sagen, aber ist egal, ob sie dann das tun oder nicht, die Mädchen trauen sich oft nicht, die Buben aufzufordern, aber das ist so etwas, was man halt auch so üben und lernen muss, wie alles. Der Umgang mit Jugendlichen, die plötzlich so eng miteinander tanzen, ist natürlich was ganz Spezielles, gell? Am Anfang braucht das viel mehr Distanz, beim eigentlichen Gesellschaftstanz muss man ja dann natürlich ganz eng tanzen. Seit dem 20. Jahrhundert, davor waren die Tänze ganz anders. Aber das sind eben die, glaube ich, auch wertvollen Erfahrungen, weil man dort eben relativ unbelastet durch irgendwie sexuellen Ideen oder Dinge miteinander umgehen lernen. Also am besten alle zu in die Tanzschule und dann sind wir alle respektvolle Menschen. Versuchen Sie es mal. Wir schauen uns noch kurz eine sehr spezielle Kritik an der MeToo-Bewegung oder am Feminismus an, nämlich von einem der prominentesten MeToo-Fälle Österreichs, dem Listengründer Peter Pilz. Der hat im Puls4-Sommergespräch mit Corinna Milborn das hier gesagt. Das Zweite, das ist konkret in Vorbereitung, das hoffe ich, dass wir jetzt im Sommer starten können, ist eine große Debatten- und Streitreihe unter dem Titel Die neuen Feinde der offenen Gesellschaft. Und da wird es vom politischen Islam gehen bis zum neuen Puritanismus, den wir ja ordentlich erlebt haben in den letzten Monaten. Erleben wir einen neuen Puritanismus? Na geh bitte. Also... Ich meine, das ist so, what about this? Es geht doch nicht darum. Es geht, ich weiß nicht mal, was Herr Pilz damit konkret meint. Also müssen wir aufpassen, dass wir womöglich anfangen, Flirts zu kriminalisieren, simple Annäherungsversuche zu skandalisieren? Kann das in eine Richtung abbiegen, die wir nicht wollen? Also ich glaube, ich muss es jetzt kurz sagen, damit es nur aus der Welt geschafft sind, ist, wir Feministinnen, wir sind keine Männerhasser. Wir flirten auch gerne. Also ich glaube, hier entsteht so ein bisschen ein Gefühl von wir wollen, dass niemand mehr Sex hat und wenn mich ein Mann auch nur anspricht, dann hat er mich sexuell belästigt. Das ist völliger Unsinn. Und jeder, der sich mit Feminismus auch nur im Ansatz auseinandersetzt, weiß das. Also, ich flirte auch gerne. Aber wenn ich einem Mann Nein sage, ist das Nein. Das ist kein Kokettieren, das ist kein Nix. Ich will dann einfach, dass er mich in Ruhe lässt. Also beim Flirten geht es um einen respektvollen Umgang und da werden Sie mir wahrscheinlich zustimmen. Es geht um Ehrlichkeit, es geht darum, dass es nicht einen Typ von Frau gibt, die fährt auf das ab. Es gibt keine Masche, da geht es einfach um zwischenmenschliche Connections. Da geht es darum, dass ich mit Respekt behandelt werde, auf Augenhöhe, dass man sich für mich interessiert als Frau oder als Mann. Jetzt unabhängig davon, ob es um heterosexuelle oder homosexuelle oder transsexuelle Menschen geht, darum geht es. Und ich weiß nicht, wer diese Angst hat, dass wir alle uns nicht mehr näher kommen. Es ist völliger Unsinn. Haben Sie diese Angst vor dem neuen Puritanismus, den Herr Pilz gerade angesprochen hat? Ich persönlich habe sie ja nicht. Ich lebe ja in der Realität und ich weiß ja, wir machen ja jeden Monat fast einen Workshop und ich bin ja auch oft da draußen dabei und wir wissen ja, dass die Frauen sich über die Ansprache in den über 90% immer freuen. Und selbst wenn sie nicht interessiert sind, jetzt irgendwie weiter in Kontakt zu gehen, wir ganz oft hören, gerade in Zeitalten von Tinder und wo jeder nur noch Online-Dating macht, die haben die Frauen die Schnauze voll davon. Und die sagen, danke, ich habe kein Interesse, aber mach bloß weiter so, dass ich das noch erleben darf, dass mich mein Mann einfach nett hier im Kaufhaus oder auf der Straße anspricht. Ich weiß nicht, welche Frauen das sind. Also es klingt ja so, also das ist was Normales wäre. Verstehen Sie, Sie mit am Workshop. Jeden Monat bin ich dort draußen auf der Straße. Sie sitzen in den Elfenbeintürmen und hören sich irgendwelche feministischen Theorien. Dass ich mir sagen lassen muss, dass ich im Elfenbeinturm, Vorsicht bitte, das ist komplett Unsinn. Ja, aber Sie Unsinn. Sprechen das mir doch gerade, aber ich sage Ihnen doch, bin auf der Straße. Ich bin in München, ich bin in Wien, ich bin in jeder größeren deutschen Stadt. Ich arbeite mit jungen Frauen, die mir nach der MeToo-Debatte geschrieben haben, boah, ich verstehe es jetzt, dass es nicht okay ist, wenn mir ein Junge zwischen die Beine greift. Das ist die Realität. Was hat das eine mit der anderen Sache zu tun? Weil Sie so tun, als ob ich nicht auf der Straße wäre, als ob ich irgendwo in den Wolken leben würde und so tue, weil mir langweilig ist, oh mein Gott, wir brauchen Feminismus nicht. Deswegen sage ich das, weil Sie es anscheinend nicht verstehen wollen. Was ich nicht verstehe, ist, wieso Sie gegen dieses Bild der Umgangsformen von mir sind. Denn das ist ja genau das, das hat Sie gekränkt, was die oder? Frau... Nein, das kränkt mich nicht. Ich möchte es nur verstehen, denn wir haben gerade jetzt lauter Erlebnisse, wo Kulturen zu uns kommen, wo wir andere Kulturen kennenlernen, wo die Frauen irgendwo 5 Meter hinten gehen müssen. Mhm. Außer es geht durch ein Minenfeld, dann dürfen sie vorne gehen. Wow, und ähnliche schöne Dinge. Wissen Sie, ich bin sehr viel gereist und habe das alles sehr hautnah überall erlebt. Von Japan bis in
Afrika und überall. Ich arbeite täglich mit geflohenen Menschen. Also, um hier mal Vorurteile aus der Welt zu schaffen. ÖIF, ja, ja, das deswegen... tut mir leid, das hilft Ihnen leider nicht. Nein, ich arbeite total auch gut. Täglich nein, mit geflohenen nein, 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 Entschuldigung, das Argument gilt gar nicht. Ich will nur kurz darauf eingehen. Nur kurz sagen, sexuelle Belästigung oder und oder sexuelle Gewalt hat keine Herkunft, keine Hautfarbe, keine soziale Schicht, keine Bildungsgrad, aber sehr wohl ein Geschlecht. Und das muss man sagen können, damit wir diese Strukturen aufbrechen können. Also der Mann ist ja schon ja. So, okay. Aber sehen Sie, sorry, aber sehen Moment, Sie mal, wirklich aber, nicht alle Männer, nur null Männer. Es gibt also ja. Keinen Unterschied zwischen dem Frauenbild in Afghanistan und ja. Hier in Deutschland, Österreich. Selbstverständlich gibt es das, natürlich, weil Afghanistan ja ganz woanders ist. Ich will okay. Nur sagen, die Kulturen kommen zu uns, ist kompletter Schwachsinn und sie machen sich damit ein bisschen zu leicht als weißer, reicher, privilegierter alter Mann. Tut mir leid, so funktioniert es leider wirklich. Nicht mitreden. Das ist leider so. Das ist immer das Totschlagargument. Sorry. Weißer, privilegierter Mann. Einfach mal zuhören und Betroffene sprechen lassen. Können Sie mal dorthin gehen in diese Länder und mir das ansehen, wie es dort wirklich nein, zugeht? Schauen Sie, es geht Sie nicht leben hier und leben Sie haben gerade eine Geschichte gemacht über Menschen, die abgeschoben wurden nach Afghanistan. Ich weiß sehr gut, wie es in Afghanistan aussieht. Ich weiß sehr gut, also Sie wie waren schon Menschen dort. Sind. Nein, aber im Gegensatz zu Ihnen habe ich mit Menschen zu tun. Und Sie, ja, er liegt am 11. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil Sie mehr als Sie wahrscheinlich. Bei den gut integrierten, natürlich. Sie haben keine Ahnung. Sind das lauter Vorurteile, die überhaupt von nicht Frauen komplett abgesprochen wird, Ahnung. Aber die von Männern... Na, von meinem Leben alles. Haben Sie keine Ahnung. So Sie schon von meinem, oder wie? Nein, aber Sie reden ja über mein Leben. Nein. Ich glaube, wir sind jetzt auf einer sehr persönlichen Ebene, die uns wirklich nirgendwo hinführt. Aber Sie sagen generell, Sie lehnen es ab, dass es dass kulturelle Unterschiede in der Herangehensweise an Frauen gibt und in die Art und Weise, wie man flirtet. Einen patriarchalen Fundus gibt es sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Ich will nicht sagen, ich muss es betonen, weil es andere nicht verstehen wollen. Es gibt natürlich Unterschiede zwischen Afghanistan und Österreich. Trotzdem darf man sich nicht so leicht machen zu sagen, die Ausländer sind die Frauen unterdrücken. Das stimmt nicht. Nicht die Ausländer. Wir reden hier sicherlich nicht von den Japanern oder von den Franzosen. Warum, bitte, oder sonst was. Doch. Von wem reden wir Syrer, Schwarzafrikaner. Super, ist es nun mal so, was soll man dagegen tun? Nein, ich habe auch schwarze Freunde, aber die aus diesen Ländern, die da sozialisiert werden. Das finde ich so bezeichnend, dass sie den realen Sexismus gegenüber Frauen nicht mit der Pinzette anfassen, nur weil die zufällig schwarz oder braun oder nein, sonst was. Das biegt mir jetzt in eine Richtung ab, die anschlussfähig dieser Antifeminismus, den dieser Pickup-Artist verbreitet, eben auch nach rechts ist. Meine Mutter ist gottverdammte Griechin. Sagen Sie mir bitte nicht, dass ich rechts bin. Das ist sowas von bescheuert. Lassen Sie uns die Emotionen wieder eine Spur zurückschrauben. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich möchte das irgendwie noch auf eine halbwegs gemeinsame Position bringen. Gut, die werden wir nicht schaffen. Das ist komplett unrealistisch. Aber ist es in jedem Fall abzulehnen, einem Deutschen oder einem österreichischen Mann, das ist ja Ihr Argument, dass die weniger offensiv vorgehen als vielleicht Männer aus anderen Kulturen, zu sagen, du kannst dich ruhig trauen, eine Frau anzusprechen. Ich möchte einfach noch mal wiederholen, es geht um ein respektvolles, zwischenmenschliches Miteinander. Das liegt uns allen am Herzen, besonders Feministinnen, aber eben auch damit im Blick zu haben, dass es nicht nur um irgendwelche sexuellen Triebe von heterosexuellen Männern geht, sowieso nicht nur um heterosexuelles Begehren. Es gibt auch Frauen, die Frauen begehren und die rennen auch nicht irgendwie rum. Die habe ich auch schon gecoacht, nur kurz als Aber das, was Sie ich kann Sie jetzt leider nicht ausreden lassen, weil wir schon drüber sind, aber ich glaube, was Sie bis jetzt gesagt haben, das können wir, glaube ich, tatsächlich allumfassend so stehen lassen. Wenn man natürlich ins Detail geht, dann würde die Debatte hier wieder anders aussehen. Ich bedanke mich auf alle Fälle für die Leidenschaft und für den Wurf, mit dem Sie hier heute aufgetreten sind. Und ich wünsche Ihnen zu Hause einen wunderbaren guten Abend. Machen Sie es gut. Vielen lieben Dank. Zu viel ungesagt.